Willkommen zurück zu Super Monkey Ball Banana Blitz. Ihr habt wieder Bock auf beschissene Minispiele? Nein, ich auch nicht. Er ist echt scheiße, also die Minispiele gefallen mir überhaupt nicht in diesem Spiel, sind wirklich absolut beschissen. Gar nicht mal von der Idee her, aber ja, mit dieser Steuerung halt, ist ja klar. Ist halt wieder Wii. Ich hasse die Wii. So bis zum Golfspiel kommen, es gibt 50 Games, davon waren bislang nur zwei wirklich ganz okay. Nämlich das hier, dieses hier, gefährliche Route war gut. Und das mit den Asteroiden abschießen. Und die haben ganz gut funktioniert und waren auch von der Idee ganz gut. Der Rest war einfach nur Bullshit. Fischfänger haben wir hier. Fangen den Fisch laut Anweisung. Wenn ich das schon wieder sehe, wenn ich diese Pfeile sehe, wenn das so viele Pfeile sind, dann funktioniert es nie. Nach vorne, um den Speer zu werfen, um den Fisch auf den... Ja, keine Ahnung, ich weiß schon wieder nix, ey. Fängt schon wieder gut an, ne? Ich check das nicht, ey. Was ist das denn jetzt hier? Da ist der Speer. Ja, ich mach's doch nach vorne, aber er macht's doch nicht. Was ist das denn? Ich hab's nach vorn gemacht, aber er macht's ja nicht. Hier. Keine Ahnung, du. Hä? Was ist das wieder für ein Scheiß? Ernsthaft, das ist wieder so ein Mist. Hä? Kann mich mal einer aufklären? Wie soll das funktionieren? Lasst es mit dem Minispielen, bitte. Lasst es. Das Grundspiel ist so gut, aber das... Oh, ich hab... Hä? Ich hatte einen Fisch, aber nö. Jetzt will er nur den roten, oder was? Ja, hier ist aber kein roter in der Nähe. Muss erstmal rankommen hier. Jetzt kann man den irgendwie kriegen, wenn es dann ginge. Aber es geht ja nicht. Ja, jetzt ging es trotzdem irgendwie, keine Ahnung. Obwohl ich ihn nicht getroffen habe, haben sie es zählen lassen. Ich check's nicht. Ich check es nicht. Es geht nur manchmal, das ist das Kuriose. Und ich hab nicht... Ja, vergesst es. Es geht halt wirklich nur manchmal. Das ist ein Schwachsinn. Was ist das, ey? Oh, ich hab einen Fisch. Wahrscheinlich jetzt wieder der falsche, ne? Jetzt wollen sie den hier wieder. Ja, Junge! Das ist so willkürlich, ne? Das ist unglaublich. Hier. Gönn dir doch den Fisch. Das ist so eine Willkür, hast du noch nicht gesehen. Was ein Scheiß. Schon wieder so ein beschissenes Spiel. OMG. Boah, ist das scheiße. Boah, ist das so schlecht. Boah, war das kacke. Boah, oh mein Gott. Was ein Scheiß. Boah, was nehme ich hier auf, ey? Ey, der Story-Modus hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, ne? Aber jetzt will ich einfach nur, dass das Spiel zu Ende ist. Aber ich möchte euch trotzdem alle Scheiß-Spiele zeigen. Alle blöden Minispiele. Wurfrichtung bestimmt, Ball werfen, A oder was. Als ob mal Knöpfe gedrückt werden. Glaube ich euch nicht. Wetten wir, es geht wieder nicht mit A? Wetten wir, es geht wieder nicht mit A? Aha, 5 Basketballkörbe, alles klar. Ja, hier, gönn dir mit A. Nö, da macht's nicht mit A. Nö. Keine Ahnung, wie ich geworfen habe. Oh, ich hab sogar Punkte. Wie hab ich das denn gemacht? Hier, gönn dir. Keine Ahnung, ey. Hier, mach doch. Ja, wieso hat er eben weitergeworfen und jetzt nicht mehr? Hä? Das macht keinen Sinn, Freunde. Es macht keinen Sinn. Es geht nicht. Guck mal, jetzt kannst du den Pfeil auch nicht ändern, ne? Du kannst diesen scheiß Pfeil nicht ändern. Hier, du kriegst nicht höher, du kriegst nicht niedriger. Es geht halt nicht, ne? Das ist wieder ein Müll. Oh mein Gott. Bitte macht, dass es aufhört. Ich will nicht mehr. Es ist so wenig Spaß hatte ich ja noch nie beim Aufnehmen. Ja, jetzt ganz random. Der Wurfwinkel war genau der gleiche, aber jetzt trifft er. Ich check das nicht, ne? Ich check das nicht. Ja, wollt ihr mich denn verarschen oder was? Ja, wow. Der Wurfwinkel ist immer der gleiche. Mal wirft er weiter, mal nicht. Ich verstehe das nicht, ey.
Und trotzdem besser als der blaue Computer, obwohl ich nichts verstanden habe. Wie schlecht sind die denn? Einer, der nicht mal weiß, was er macht, nicht mal die Steuerung kennt, beziehungsweise erkennt es schon, aber es funktioniert halt nicht, wie es soll, gewinnt trotzdem gegen irgendeinen Computer, alles klar. Also wenn ich dieser Computer wäre, hätte ich mich jetzt begraben. Boah, was ein beschissenes Spiel. Jetzt der Froschball, hört sich irgendwie schon vielversprechend an. Ich könnte es anders kommentieren. Im Grunde genommen, die Minispiele ins Lächerliche ziehen, um eine gewisse Unterhaltung zu bringen. Ich denke, das ist jetzt hier das Richtige, weil die Minispiele sind halt der größte Rotz aller Zeiten. Gelange mit kleinen Hüpfern ins Ziel, okay. Es wird bestimmt wieder super funktionieren hier mit dieser Steuerung. Also, gelangen wir mit kleinen Hüpfer ins Ziel. Ich fuchtel einfach nur wild rum und funktioniert wahrscheinlich eh wieder nicht. Ah ja, wenn ich das schon wieder sehe. Ja. So. Okay. Gelangen mit kleinen Hüpfer ins Ziel. Sind das jetzt kleine oder Großhüpfer? Aha. Und auf einmal positioniert er sich so. Warum auch nicht? Ist ja cool. Ist ja richtig geil, hä? Das ist ja cool. Guckt euch das an. Auf einmal ist er so positioniert. What the fuck? Was ist das? Oh mein Gott, das ist ein Schwachsinn. Oh mein Gott. Ihr seht schon, wie gut das wieder funktioniert, ne? Ah, das ist ja wieder famos, Mensch. Das ist ja richtig klasse. Oh, das macht Spaß. Ah, ist das ein geiles Minispiel. Oh, guckt euch das an. Wow. Ey, ist das geil. Guckt mal, wie gut das funktioniert. Ich versuche das irgendwie auszurichten und das... Oh, er richtet sich ja perfekt aus. Oh, ist das wahnsinnig. Ich kann euch diese Minispiele so empfehlen und ans Herz legen. Es funktioniert so gut. Es funktioniert so gut. Freunde, das war's, Frosch-Minispiel. Wir sehen uns wieder, wenn die Zeit abgelaufen ist. Warum warten, bis die Zeit abläuft? Einfach resetten, nehmen wir mal einen anderen Affen wieder. Just for fun. Jan taucht ja nur in diesem Spiel auf, bislang. Obstkorb, ich freue mich drauf, ich freue mich wirklich drauf. Für den linken Korb, bewegen, für den rechten Korb, nach rechts bewegen, ja, für den Korb nach vorne. Nach vorne klappt immer sehr gut, muss ich sagen. Es ist richtig gut, wie das immer klappt, nicht... Hier, nach vorne. Ja, wo denn? Ach so. Oh, das geht ja sogar. Minispiel funktioniert. Das Minispiel funktioniert, Freunde. Ich glaube es ja nicht. Das ist ein Minispiel, was funktioniert. Das geht wirklich. Das Minispiel funktioniert. Ich feiere das gerade hart. Das ist echt ein Minispiel, was funktioniert. Ich glaube es ja nicht. Ist das schön. Wirklich, ich freue mich wirklich, dass es funktioniert. Weil, wenn ein Minispiel funktioniert, kann es ja ganz cool sein. Simpel. Könnte bei Mario Party auch so auftauchen, aber ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Oh, mal schauen, wie weit wir hier kommen. Das ist ja cool. Das funktioniert, ey. Glaubst du selbst nicht, ey. Ein Minispiel in Super Monkey Ball Banana Blitz, was geht, ey. Achso, das wird jetzt aber ein bisschen schwierig, ne? Ich dachte, das bleibt so leicht. Na gut, das ist nicht so cool. Aber es liegt ja jetzt an mir. An meiner Unfähigkeit. Wenn es so schnell wird, dass ich dann zu blöd dazu bin. Na, Rekord ist bei 50. Wenn ich das so sehe. Und das können wir schlagen. Das kriegen wir doch hin. Das packen wir. Das ist ja jetzt hier kein Ding. Wenn die Steuerung funktioniert, ne, was willst du machen? Dann bin ich unschlagbar. Perfekt. Haben wir schon den Rekord, ne? Haben wir schon. Ist das gut oder was? Das ist doch richtig nice. Ein Minispiel, was funktioniert, Freunde. Das glaubst du selbst nicht. Ja gut, damit war es das, ne? Ja hier, 12 mehr als der Rekord, Alter. Seht ihr, wenn mein Minispiel funktioniert, dann kann ich auch was, ne? Von wegen, ich hab keinen Skill oder so.
Nee, Minispiel muss nur funktionieren hier mit der Bewegungssteuerung. Das ging ja. Das war in Ordnung. Bin ich jetzt mal wirklich so frei und gebe sogar meinen Arm ein. Das war auch ganz okay. Also, war jetzt natürlich nicht weltbewegend, das Minispiel, aber es hat funktioniert. Oh, es war ganz lustig. Drittbestes Minispiel. Bislang. Das Beste war es mit diesen Parcours, dann das mit der Asteroiden und dann das hier. Hammer werfen. Nunchuk, nein, finde ich schon mal gut. Oh, nee. Drücke A, um den Hammer zu nehmen. Drehe den Scheiß. A loslassen, bevor ein wirfst oder so. Keine Ahnung. Hammer nehmen mit A, dann drehen und A loslassen, bevor ich werfe. Okay. Ich nehme jetzt den Hammer, drück A, bewege wie so ein beschissener Typ. Und wenn ich loslasse. Ja, wie faul. Ich habe doch noch nicht losgelassen. Ja, das funktioniert ja wieder super mit der Bewegungssteuerung. Es ist wirklich ein Meisterwerk von Nintendo, ey. Das hat jetzt sogar funktioniert. Weiß nicht, ob das gut war. Ist mir auch egal. Hauptsache wir. Ja. Hauptsache wir kriegen ja irgendwas geschissen. Ich hab nicht losgelassen, das ist Betrug. Scheinbar darf man nicht ewig wirbeln. Irgendwann wird der Affe vielleicht schwindelig. Kann ich mir nur so vorstellen, ehrlich gesagt. Okay. I take it. Und letzter Wurf. Auch ein Mistspiel wieder mal. Wer hätte es gedacht? Du musst halt loslassen, aber wenn ich loslasse, dann verliert er voll den Schwung. Vergesst es. Wieder ein richtiger Rotz. Ich meine, das ist natürlich ganz hochwertig hier. Das ist die Offenbarung, Freunde. Das muss man gesehen haben. Das muss man gespielt haben. Das musst du erlebt haben. Freunde, das ist so gut. Ne? Also holt euch dieses Monkey Ball-Spiel nur für die Minispiele. Oh mein Gott, Hochseilakt. Bestimmt noch so ein wahnsinnig gutes Spiel. Vorwärts zu gehen, nach vorne, rechts, links, aha, alles klar. Das ist die Offenbarung hier. Die ist so gut, ne? Das ist unglaublich. Ja, oh, jetzt hier balancieren mit der Motion-Steuerung, alles klar. Ah ja, Bislang geht's ja noch. Aha. Was gab's in Mario Party wirklich mal? Ich muss sagen, es war sogar in Mario Party besser. Aber es funktioniert wenigstens. Bei Mario Party gab's halt nur Wind und so, es war ziemlich geil. Aber es funktioniert. Das ist krass. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Ja, was jetzt? Was ist jetzt? Hallo! Hab ich's geschafft oder was? Es geht weiter. Hochseilakt. Na gut. Ah, jetzt wackelt das Seil ein bisschen. Ja gut. Das ist dem Wind gleichzusetzen. Ist also. Oh fuck. Fuck! Halt das Wattestäbchen noch gerade, du Affe! Aber es funktioniert. Das ist ganz cool. Ist in Ordnung. Und bin ich tot? Nope. Ich wette, das sind diese Vögel, die hauen da immer dran. Jetzt habe ich auf den Vogel geachtet. Aber ich bin trotzdem noch drauf. Ist das doch der Wind? Ja, scheinbar, ne? Wenn die Vögel da nicht dran donnern. What? What? Schön ist auch unten so ein Pirat, der lacht sich einen Ast ab. Bewegt das die ganze Zeit oder so. Maskade. Danke. Ja, wie schneller? Ach so, das ist auch noch auf Zeit. Ja, ist ja klar. Seems legit. Aber we did it. Und das haben wir jetzt. Oh, cool. Haben wir geschafft. Ja, ist ganz nice, ne? Es funktioniert. Man muss hier schon immer sagen, ja, ist gut, weil es funktioniert. Weil so viele halt Bullshit sind. Ja, gut. Okay, wir haben es geschafft. Das war das ganze Minispiel. Alles klar. Home Run Derby. Oh, ich hasse so Sportspiele.
Einfach nur Schläger schwingen. Hört sich wenigstens simpel an. Gucken, ob es funktioniert. Gut, meine Reaktionen sind halt... Meine Reaktionen sind gut, aber es scheint ja zu funktionieren. Ja, was? Ist vielleicht ein TV-Karten-Delay? Oder bin ich einfach nur der Dumme? Keine Ahnung, Junge. Hat gut funktioniert, muss ich sagen. Wie lange geht das noch? Ich will nicht mehr! Mach, dass es aufhört! Ich will mir das nicht mehr antun! Oh mein Gott! Es hat funktioniert! Yes! 7 Meter, weil das Ding da blockiert hat! Auch voll fair, ne? Das ist so ein Ding, das soll die Bälle schießen, aber es blockiert dann quasi, sodass das Ergebnis verfälscht wird, weil es da dran abgeprallt und konnte nicht weiterfliegen. Was ein Müll! Das ist auch schon wieder so absoluter Bullshit! Was ist das? So schlecht. Luftkissenschlacht. Das nächste Minispiel. Boah, war das wieder scheiße. Oh, nee. Ah, der ist doch hier ganz weit weg. Der habe ich voll weggeschmissen im letzten Part, weil die Minispiele so gut sind. War so glücklich über die Minispiele, weil die so viel Spaß machen, den Nunchuk weggeschmissen haben. Um links abzubiegen. Ja, was... Halte aufrecht, deine Mutter halte ich aufrecht. Was ist das wieder für ein komplexer Scheiß? Ja, was ist das denn? Guckt euch das an. Um links abzuwiegen. What? Ja, wie? Wollt ihr mich verarschen? Nee. Wir gucken mal einmal, wie das aussehen kann, aber ich check's nicht. Das ist wieder der letzte Rotz. Kann ich irgendwie schießen oder so? Kann ich wenigstens schießen? Ich kann nicht mal schießen. Wie geil ist das denn? Was muss ich denn machen? Ja, was muss ich denn machen? Sagt mal. Ja, was ist das denn hier? Hä? Sie da rauswerfen oder so. Immerhin weiß ich, wie man so einen Angriff macht. Ne? Ist ja auch schon mal was wert. Das... Bisschen habe ich es verstanden. Das funktioniert wirklich. Den Moonzug nach vorne ziehe, dann bewege ich mich nach links. Und jetzt, was ist jetzt los? 5, 4, 3, 2, 1. What's going on? Hallo. Der hat eine Krone auf. Ja, schön, wenn er eine Krone auf hat. Ich muss erstmal wissen, wieder, wie ich jetzt was mache. Ah, kurz gucken. Ja, was ist das denn? Ich will hier nicht mal... Sind das Items oder was? Oder was findet der da immer? Ja, was macht der denn jetzt hier? Hier... So, ich muss auch mal so einen erwischen, so rammen richtig, bam. Muss ich sie da rauswerfen oder was? Hier sind ja manchmal so Lücken. Wahrscheinlich muss ich sie rauswerfen aus der Arena. Ja, das mit der Steuerung, die Steuerung an sich ist halt komisch. Ist komisch, aber es funktioniert, aber die Steuerung ist halt komisch. Ich meine, warum haben sie so eine komische Steuerung gemacht? Und wie kriegt man Punkte? Sagt mir doch, wie kriegt man Punkte? Das macht doch keinen Sinn. Man muss doch irgendwie diese Punkte kriegen. Die Gegner rammen, das reicht ja scheinbar nicht. Hier, ich hab ihn gerammt. Ach so, der muss. Ich muss den rammen und dann muss der noch gegen so einen Bumper fliegen. Dann kriege ich Punkte. Jetzt verstehe ich das. Ja, völliger Bullshit, um ehrlich zu sein. Weil es funktioniert, aber. Es ist komisch. Hätte man viel mehr raus machen können. Aus diesem Spiel. Ich will die Uhr, ich will die Uhr. Kriege ich eh nicht. Weil ich mit der Steuerung einfach nicht klarkomme. Es ist halt eine Stoppuhr, ja, und die Computer machen da aber nie wirklich was raus. Boah, das gab jetzt richtig viele Punkte, Junge. Jetzt bin ich fast Erster, ey. Man glaubt das ja kaum. Ja, hör doch mal auf mit dieser scheiß Stoppuhr. Es funktioniert, aber es macht keinen Spaß. Es ist halt Müll, das Minispiel. Gab keine Punkte, weil ich die ja nicht gegen diese... Bumper gehauen habe. Was ist das für eine Dynamitstange da gewesen? Der jetzt einen Super Boost oder Punkte verdoppeln oder was auch immer. Keine Ahnung, ey, was das jetzt bringt. Nee. Leider nicht dagegen geschmissen gegen den Bumper. Nicht gereicht.
steuere die ganze Zeit nur nach links, so es funktioniert, ja. Hallo, lass mich hier raus. Wieso habe ich jetzt eigentlich wieder Punkte verloren? Das ergibt wirklich keinen Sinn. Punkte verlieren ergibt keinen Sinn. Wenn ich einmal Punkte habe, warum soll ich sie wieder verlieren? Ich bin der Arsch aufgerissen, um diese Punkte zu kriegen. Aber auf einmal sind sie wieder weg. Die mich verarschen oder was? Was soll denn das? Oh, zieh mir diese Stoppuhren wieder die Punkte ab. Ich hab doch keine Ahnung, Freunde. Jetzt habe ich 1000 Punkte bekommen, nur weil ich den Typen einmal gerammt habe. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, ey. Komm schon. Yes, wenigstens zweiter Platz, obwohl ich nichts gecheckt habe. Auch totaler Bullshit wieder. Was ist das wieder für ein Spiel, ey? Oh mein Gott, ey. Ich hoffe, euch unterhält das wenigstens ein bisschen, weil es so scheiße ist. Man muss es wenig ins Lächerliche ziehen, so schlecht sind diese Minispiele. Dann kann man hier ein unterhaltsames Let's Play rausmachen, aber sonst nicht. Ja. Häufigste Name aller Videospiel-Spieler. Gut, nun schon goodbye. Ich hoffe, wir brauchen dich jetzt. Nichts goodbye. Ich muss ihn behalten. Luftkissen rennen. Ja, jetzt hier noch mit dem Rennen machen mit der Steuerung oder was? Jo, die gleiche Steuerung. Ich krieg die Krise, liebe Lese. Ich könnte heulen. Ah, und es gibt auch noch 3 Strecken. Wir machen nur eine. Um zu sehen, wie das Minispiel ist, weil die Steuerung funktioniert ja eh nicht richtig. Ja, doch, die funktioniert schon, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und was soll ich machen? Luftkissen rennen. Fahnen nur einsammeln oder was? Das heißt nicht euer Ernst. Ich muss die Fahnen alle einsammeln. Als ob. Ich glaub das nicht. Erst jetzt, wenn ich die jetzt eingesammelt habe. Wenn. Nö. Nö. Nix Fahnen einsammeln. Keine Ahnung. Das sag ich dir. Keine Ahnung. Das trifft's gut. Geiles Minispiel, Freunde, das ist super, das revolutioniert die Videospielgeschichte, das war fantastisch. Ich ziehe mir das jeden Tag ein, das Minispiel, so gut ist das. So viel Spaß habe ich dabei bei diesem Minispiel. Also das war echt, das war schon eine Kracher jetzt. Das war richtig gut. Immer Gong hier. Boah, das war amazing, also. Hürdenlauf, Nunchuk, ja. Nein, wir werden die nicht mehr los. Um zu laufen, um zu springen, B, alles klar. Scheint ja ganz easy zu sein. Fertig! Scheint, aber die Steuerung funktioniert ja nie so, wie sie soll. Das ist das Problem. Oh, hier schon. Hey, das ist cool. Das Minispiel macht sogar Spaß. Auch wenn ich hier gerade rumzappel wie so ein Affe. Wie so ein Affe. Das war not intended. Das ist geil. Ey, das ist wirklich gut. Ey, das ist das beste Minispiel bis jetzt. Das gefällt mir richtig gut. Und es funktioniert halt, ne? Und hier ist schon das Ziel. Easy, ihr Noobs! Geh nach Hause! Gong Gong ist der Champ! Okay, es ist ein kurzes Minispiel, aber es ist witzig. Ich mag's. Okay, sachlich beurteilt ist das zweitbeste, weil das eine ist halt noch besser, ne? Mit den ganzen Parcours, ne? Schon cool gemacht. Ja, das war nice! Nochmal, ich will nochmal. Das macht Spaß. Was? Rang 2? Ja, komm, wir machen das nochmal. Wir kriegen das jetzt eh besser hin. Gong Gong! Alles klar, wenn man nichts eingibt, steht da Gong Gong. Okay. Ich will nochmal, nochmal! Ich mache eigentlich kein Minispiel zweimal. Weil ich dir eigentlich nur zeigen will im Let's Play, aber das war cool. Das war kurz und da kann man auch noch eine zweite Runde machen. Rüber da! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
Rekord. Puh. Alter. Oh mein Gott. Das ist echt anstrengend, das Minispiel. Da bist du echt außer Puste. Oh mein Gott. Das war jetzt nicht gespielt oder so. Easy Game, Easy Life. Erster Platz, Boys. Ne, das war echt cool. Das Minispiel gefällt mir super gut. Die Steuerung funktioniert auch anweifrei. Und es hat richtig Bock gemacht. Bin immer noch ein bisschen aus dem Fuß. Raucherlunge, ey. Nein, ich rauche nicht, aber... Könnte man denken, ja, ich sitze halt den ganzen Tag hier in der Bude oder in der Uni und mache halt keinen Sport, nichts, ne? Richtiger Gamer, Alter. Ah, das ist das Problem. Dafür haben sie die Wii entwickelt, ne? Nee, ist aber in Ordnung. Ist ja cool, wirklich. Puzzlespiel, nächstes. Ah, ich diese Steuerung schon wieder sehe. Kein Nunchuk, okay. Nimm das Teil drehen, einfach so drehen, heranzoomen. Ja, pff, keine Ahnung, wir machen es mal. Diese Scheiße. Ah, Dschungelspaziergang, 12 Teile Puzzle. Seriously? 12 Teile nur? So nix. Gong Gong. Fertig! Hä? Los! Da oben habe ich ja. Achso, das ist jetzt echt nur so ein Puzzle. Okay, alles klar. Boah, ey. Achso, da kannst du reinzoomen. Das ist echt ein bisschen klein, ne? Kann ja mit der Rand anfangen. Ey, das ist, glaube ich, ganz lustig. Das müsste passen. Ja. Naja, es passt. Okay. Was könnte daran passen? Die ist hier vielleicht? Das ist, erinnere mich voll am... Ach nee, das ist ja kein Randteil. Ich erinnere mich voll am Banjo-Tooie und Kazooie. Auch immer puzzeln musst. Erstmal die Palmen machen, das ist voll easy jetzt. Einfach drehen. Ach nee, das passt gar nicht, ne? Nee, nee. Oder? Ich denke nicht. Nee, nee. Das könnten da ran passen. Das hier, maybe. Das wäre schon die Ecke. Ja, ist richtig. Alles klar. Ich mach ein bisschen weiter mittig. Kann man besser gucken, als wenn ich das da oben immer hin platziere. Was hier mit? Vielleicht hier? Nee, das gehört ganz nach links. Alles klar, das gehört aber hier hin. Ja. Da müsste jetzt ein Eckstück hin. Müssen noch zwei Eckstücke, aber ich sehe halt nur eins. Das ist mein Problem gerade. Ha? Und das gehört wohl hier so hin. Ja. Was ist das denn? Das gehört, glaube ich, ach, das ist das andere Eckstück. Ja, genau, das gehört dann hier hin. Ja, genau, verbindet hier zwei Teile. Perfekt. Das ist schön. Das ist ein chilliges Minispiel. Nichts Besonderes, aber es ist schön chillig. Dreh doch das verdammte Puzzleteil. Noch einmal. Dreh es halt in die richtige Richtung. Oh, diese Steuerung schon wieder. Das will nicht. Okay, anderes Teil. Hier ist die Ecke. Die Ecke gehört definitiv hier hin. Jetzt will er. Jetzt will er, jetzt will er, jetzt will er. Ja, Mann, mach doch die Ecke jetzt da dran. Danke. Okay, jetzt müssen wir nur die Mitte ausfüllen. Easy Game, Easy Life. Oder auch nicht. Einmal noch nach. Ja, dreh es doch mal richtig. Ja, so war es, glaube ich, richtig. Probieren wir es. Ja. Alles klar. Genau, da oben ist nämlich noch ein... Sollte ja immer eigentlich erst den Rand machen bei einem Puzzle. Ja, jetzt nur das letzte Teil da passend einfügen. Und da haben wir's. Joa. Kann man mal machen, ne? Wollen wir die anderen Puzzle auch machen? Ich denke schon. Das war jetzt das Leichteste. Hm. Okay.
Fand ich gar nicht so leicht. Ich meine, es hat wenig Teile, aber das war alles so... gar nicht mehr so einfach. Da waren nicht wirklich Sachen, wo man sich dran orientieren konnte, außer vielleicht die eine fette Kokosnuss. Dann gönnen wir uns noch die anderen Puzzle. Das ist ganz cool. Funktioniert auch nicht richtig mit der Bewegungssteuerung, aber beim Puzzle ist es ja egal. 24 Teile. Boah, 48 Teile wieder bei... 48 Teile, weiß ich nicht, ob ich das machen will. Krieg im Weltall, alles klar. Boah, scheiße, Mann. Kannst richtig reinzoomen. Das gehört oben hin. Andreas doch mal. Ey, diese Scheißsteuerung, ne? Es gehört oben rechts in der Ecke, aber ich kann es halt nicht nochmal drehen. Ja, wenn ich es jetzt nochmal drehen will, geht es wieder zurück. Einfach weil es zu dumm ist. Dreh es noch einmal, bitte. Einmal nach rechts drehen. Nö. Er macht es nicht. Oder geht das einfach? Wirklich nicht. Das muss nach rechts. Oben rechts in der Ecke. Kann halt nicht. Okay. Was könnte man noch benutzen? Das gehört... Das ist wieder so ein Eckstück, glaube ich. Es muss unten links in der Ecke. Ja. Hier muss es hin. Alles klar, da kann man natürlich weiter mitarbeiten. Indem man das hier drauf macht. So. Ja, das passt. Alles klar. Okay. Der hier, der ist ungefähr hier. Aber das zoomt ist ein bisschen einfacher. Ja, nimm doch das scheiß Puzzleteil. Dann halt nicht. Können ja auch bei der Rakete erstmal weitermachen. Wo ist denn da noch so ein gelbes Teil? Hier. Das gehört bestimmt. Gute Frage, wo gehört es eigentlich hin? Unten, maybe? So? Ja. Alles klar. Noch so ein gelbes Finn. Da ist noch eins. Das so drehe vielleicht. Ja. Alles klar. Und der Ei-Ei ist, glaube ich, jetzt hier richtig. Wenn er hier so ist. Gut. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, ja. Jetzt müssen wir am besten mit der Rand weitermachen. Das könnte ein Randstück sein. Zick. Dreh es bitte noch einmal. Oder gehört das hier unten hin? Das kann ja auch sein. Also mal probieren. Ja, gehört sogar hier hin. Okay. Ist das vielleicht unter Ei-Ei? Hier? Nee, das kann ja nicht. Nee. Da weiß ich noch nicht so richtig, was man damit macht. Das sind Teile von der Düse. Hier ist was unter Ei-Ei. Oder rechts von ihnen zumindest, ja. Immerhin. Was ist das für ein Teil? Das sind alles so Teile für da oben, ne? Dreh doch mal. Das wird wohl hier irgendwo sein, keine Ahnung. Das muss man nur noch herausfinden. Wir sollten erstmal die Kantenstücke machen, sprich die Ecken. Aber wo sind die Ecken? Hier ist eine Ecke. Und die gehört definitiv da ganz unten hin. Dreh es bitte nochmal. Dreh es doch einfach mal. Dann macht's halt wieder nicht richtig. Es gehört hier unten in die Ecke. Dann mach's halt nicht, aber da gehört das hin. So. Das hier müsste rechts hingehören. Ah, er dreht's wieder nicht. Der Wichser. Das ist doch zum Kotzen. Das gehört hier wahrscheinlich. Rechts. Ja, hier, jetzt hat es endlich richtig gedreht. So wollte ich es haben. Das gehört hier vielleicht zu Ende. Ja, alles klar. Was ist das denn für ein Teil? Das ist vielleicht sowas von hier oben.
Nee, das ist hier, glaube ich, irgendwo. Ja, weißt du noch nicht richtig. Das legen wir uns erstmal noch beiseite. Ach, das ist hier. Es muss noch eine Ecke geben. Wo ist die letzte Ecke? Da ist die. Genau. Das ist ziemlich eindeutig. Die gehört nicht hierhin. Mal diese Scheiße weg. Jetzt geht die Scheiße da nicht mehr weg. Und jetzt ist das natürlich wieder falsch. Kann ich mir dazu sehen, dass ich das wieder richtig drehe, aber es passt. Alles klar. Okay. Gehört das jetzt vielleicht doch hier hin? Dreh es doch einfach mal da, wo ich es hinhaben will. Nö, er macht's wieder nicht. Einmal noch nach links, aber es geht wieder nicht. Es geht wieder nicht. Er dreht's nicht. Das ist so eine Scheiße. Jetzt aber. Geht es nicht hier hin? Doch, tatsächlich. Alles klar. So, mal langsam das Teil für Ei-Ei finden. Das Verbindungsstück quasi. Es könnte eins von diesen beiden sein. Wahrscheinlich das hier. Nee, das nicht. Wird wohl hier irgendwo hingehören. Das vielleicht? Nee. Dann muss es das sein. Anderes Teil ergibt keinen Sinn. Nee, es passt aber auch nicht. Hä? Okay, da habe ich wirklich keine Ahnung. Ist hier denn noch ein Kantenstück mit den... passt das? Nö. Ja, ich glaube, wir sollten erstmal den Rand machen. Halt doch mal den Rand! Ja, das Stück könnte es aber sein. Das, was ich da hinten vermutet habe, das ist nicht richtig, das gehört nicht hier hin. Okay, jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir es irgendwie gedreht kriegen. Das ist ja schon schwierig genug. Okay. Alles klar, dann kann das Teil sich mal wieder falsch drehen. Alles klar. Ach nee, das gehört. Das ist noch, da gehört noch ein Zwischenstück hin. Alles klar, müssen wir es nochmal ein bisschen weiter nach unten. Da gehört noch ein Zwischenstück hin. Bloß welches? Das hier vielleicht. Das könnte passen. Nicht das. Das. Nee. Doch das. Ja, da passt es jetzt hin. Oder auch nicht. Doch. Der kommt hier hin. Alles klar. Jetzt könnten wir den vervollständigen, aber wo ist das letzte Teil? Das vielleicht? Nee, das kann nicht sein. Das. Ich das jetzt nochmal drehe vielleicht. Wenn es sich drehen lassen möchte. So, und jetzt... Das ist nicht das Richtige, das... Ah ne, das gehört hier wohl hin. Ah, das ist aber schwierig. Das ist echt nicht so einfach, ey. Das muss ja hier irgendwie... Tatsächlich. Aber passt der nicht hier hin? Ach so, das hätte ich die ganze Zeit schon machen können. Ernsthaft? Ernsthaft? Der kommt hier hin. Jetzt ergibt es langsam Sinn. Dreh es doch bitte einmal, dann halt nicht, Mann. Das für ein Teil. Er nimmt es halt nicht, ne? Ich das jetzt nochmal drehe, dann habe ich das, glaube ich. Alter, 7 Minuten bin ich schon puzzeln hier. Okay, das letzte Puzzle machen wir nicht. Ich zeige euch mal kurz das Bild, aber. Vergeht ja die Zeit wie im Flug beim Puzzeln. Hat das Ding gedacht.
Einmal noch drehen. Er macht's nicht. Er dreht's nicht. Ja, jetzt dreht das natürlich wieder zurück. Alles klar. Jetzt haben wir den Jet wenigstens schon mal. Und das Ding behaupte ich jetzt mal, dass jetzt... Noch einmal drehen. Ne, er macht's nicht. Jetzt hat er's. Das behaupte ich gehört hierhin. Tatsächlich. Das hier. Ja. Das hier nehme ich an. Ja, die Ecke kriege ich halt nicht richtig gedreht, ne? Ne. Ich will sie immer noch nicht drehen lassen. Cool. Jetzt! Ah, oh, und... Ja, doch. Alles klar. Gut, die letzten Teile. Das könnte noch ein Teil von der Turbine sein, hier. Yep. Das hier... Könnte hier hingehören. Ja, jetzt haben wir nur zwei. Jetzt wird's sehr schwer, ne? Nicht. Hier ist das letzte Teil für den. Für diese Raumkapsel oder was es ist. Und hier ist das allerletzte Teil. So, hier liegt das letzte. Muss es nur gedreht kriegen. Das ist halt die Challenge hier. Beim Puzzlespiel. Nice. Das ist jetzt cool, das Puzzlespiel. Funktioniert zwar nicht ganz perfekt, aber es ist halt ganz cool. Schauen uns einfach das letzte Bild an, das werde ich auch nicht machen, das dauert zu lange. Dim, 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 dim. 46 Teile waren das, glaube ich, ne? Ja, das war das Doppelte von diesen hier. Ja, ist schon zick. Gut, Freunde, dann möchte ich auch danach den Part beenden. Aber wie gesagt, schauen wir uns einfach das mal an. Affenkarneval, 48 Teile, okay, wirklich genau das Doppelte. Wie sähe das denn aus? Yo, alles klar. Ach, so bunt, ne? Ist ja richtig schwer. 15 Minuten ist schon der absolute Rekord, so lange brauchst du hierfür. Ja, das ist Affenkarneval, ne? Haben wir das mal gesehen. Freut einen Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Minispielen. Heute wenigstens ein paar gute dabei gehabt. Das mit den Hürden und das Puzzlespiel, die waren echt ganz cool. Gut, Freunde. Macht's gut. Haut rein. Bis dann und ciao.